Herz, wo du nicht bist, kann ich nicht sein. So, hallo Leute. Ja, jetzt sind wir hier raus aus dem ersten Objekt und ja, jetzt wollen wir doch mal nachschauen, was wir noch so alles finden. Also es ist hier ein sehr großes Areal. Wir überlegen immer noch die ganze Zeit, was ist das hier mal gewesen? Was ist also hier wirklich mal gewesen? Wir haben hier wirklich mal überlegt, ob das vielleicht eventuell auch eine Unterkunft gewesen sein könnte für die Flakstellungen, die hier drumherum waren. Und das Haus ist sehr alt, dass es vielleicht Unterkünfte für die Leute waren, die dann halt eben hier mal Dienst geschoben haben. Ja, ich mache jetzt noch mal ein kleines Video drumherum und dann gehen wir mal zum nächsten Objekt. Bis gleich. Leute, jetzt marschieren wir mal ein weiter hier runter. Ich bin ja gespannt, was hier so kommt. Lars ist auch wieder mit am Start, ist klar. So, hier haben wir noch Garagen. Ja, und ja, außer den Garagen ist hier aber nur lauter Müll. Gehen wir dann noch mal eben hinten, schauen uns mal den Müll an, was hier noch so ist. Aber was hier alles weggeschmissen wurde, das ist schon echt enorm. Also wir haben hier den Eindruck, als wenn hier schnell mal eben alles verlassen werden musste. Also hier liegen hier noch welche DVDs, noch welche Spiele von der Wii. Und ja, also haufenweise, Leute. Guckt euch das an. Hier liegt noch ein Monitor in der Ecke, den kann man jetzt kaum sehen. Ja. Ja, das ist also auf jeden Fall nicht mehr so viel. Hier noch so eine zweite Garage. Boah, Leute, jetzt mussten wir uns hier mal ganz schnell verpieseln. Security waren marschiert. Fuhr hier einmal übers Gelände und ja, wir konnten uns hier zum Glück hinter dem Carport hier verstecken. Mein Gott, ich bin ganz durcheinander hier. Garagen, genau, hinter den Garagen kommen wir schon verstecken. So, na gut, okay. Jo, jetzt geht's hinter mir mal weiter im Gelände. Uiuiui. Boah, so Lars, aber was war jetzt los? Was hast du gesehen? Also hier ist eben die Security auf dem Hof gefahren und da mussten wir mal eben schnell irgendwo in den Busch, weil die haben das nicht so gerne. Nee, das ist klar, das ist allgemein bekannt, aber das war schon echt ein Hammer. Wir stehen ja auch so ein bisschen im Versteck. So, ja, gut, okay, also denn da drüben ist das nächste Objekt der Begierde. Da wollen wir da erstmal reinmarschieren. Gehen wir Leute. Mal weiter. Wir marschieren da erstmal rein. Komm mal mit. So, hier haben wir noch eine alte Spülmaschine. Oh, guck mal hier. Aber kein Webergrill, wa? Wahrscheinlich nicht. Ja, gut. Also haufenweise Waschmaschinen und was weiß ich nicht alles. Und Spider-Man. Spider-Man ist auch am Start. Guck mal, sieh mal in der Kuh. Ja, also ich glaube, hier brauchen wir nicht weiter reingucken. Das ist alles so zusammengestellt am Müll. Wahrscheinlich, ja. Na? Also von daher nicht so. Da bin ich mal gespannt, was uns hier in dem Häuschen noch erwartet. Das könnte ja auch nochmal so ein Akt werden. So, aber wie gesagt, hier wir gehen mal ein bisschen aus der Sonne raus. Das ist das besser. Na, hier ist nochmal das andere Gebäude. Ja, hier haben wir jetzt das nächste Ding am Start. Ja, da ist auch die Fenster ist auf, Haustür ist auf, alles ist auf. Was natürlich wieder mal prekär ist, Leute. Das sind hier Millionen von Klamotten. Sind die hier entsorgt worden? Oder sind die hier vom Vorbesitzer? Dann steht hier noch ein alter T2. Ein schöner VW-Bulli, allerdings extrem arg gerockt. Da gehen wir mal kurz hin. Jo, Freunde. Der hat seine besten Tage hinter sich. Hier ist auch nichts mehr zu wollen. Und alles zusammengeschmissen. Oh, hier sogar noch mit Terrasse da oben noch. So, Leute. Wir gehen jetzt mal rein ins Gebäude. Wir melden uns gleich wieder. So, Leute. Jetzt sind wir wieder im Häusle drin. Oh, hier sieht das ja. Oh, guck mal. Überraschung, Riesenspiegel hier am Start. Und ja, was haben wir hier noch Schönes? Die deutsche Kriegsmarine. Ja, das ist ja auch nicht verkehrt. Im Anflug auf die Reichshauptstadt. Alter Falter, was ist das denn hier für Bücher? Die weiße Rose. Von Scheu.
Ja, Inge Scheu, das ist ja krass. Ja, aber trotzdem uralte Bücher, guck dir das mal an. Ja. Krasse Nummer. So, hier geht's dann gleich mal nach oben. Also die Bude hier ist ganz schön gerockt irgendwie, im Gegensatz zu der anderen. Okay. Ja, sieht man auch. Also hier haben sie alles rausgeschmissen, was man rausschmeißen kann. Hier ist überhaupt nichts mehr. Aber das war auch immer so zwei kleine Räumchen hier noch hier mit schöner LED-Beleuchtung. Gut. Ja, hier unten ist ja gar nichts mehr. Das ist ja eine kleine Butze hier. Und jetzt gehen wir dann gleich mal hoch. Boah, vielleicht haben wir das Ding hier schneller durchschaut, als wir dachten. Jo. Oha. Ja, also ich schätze mal, hier hat man vielleicht noch mal in Erwägung gezogen zu renovieren. Weil wenn ich mir das hier so anschaue hier, mit Schimmel, aber ein schöner Küchentisch. Ja, die schönen Abdämmdinger hier. Naja. Und hier kommt der nächste Raum, ist aber auch schon so weit entkernt. Oh, hier, ach, guck mal. Das war hier aber mal schön so. Also das wird hier mal so ein, ja, schön siehst du, und er findet wieder ein Penny. Ja, also, Leute, es ist so, also egal wo wir sind, ob wir beim, wenn ich mal Glas mal einkaufen fahre oder sonst was, wir sind öfter mal unterwegs, der guckt 10 Sekunden auf den Boden und findet immer einen Cent oder 2 Cent, ne, so, zack, da hat er den nächsten Cent. Ja, also erst wieder bei der irgendwann ist Lars mal Penny-Millionär. Na gut, dann nimmt mal hin. Kann ich dich einladen auf ein paar Weintrauben? Einladen auf ein paar Weintrauben? Ach, guck mal an. Die haben hier sogar Weintrauben angedingst. Mm. Ja. Du hast noch Weintrauben. Minisorte. Ey, guck mal. Ja! So ein bisschen Vitamin C-mäßig, aber extremst. Ja, Leute. Ja, also mit dem Haus sind wir hier schnell durch. Guck mal, hier bist du auf dem Hof. Das ist ja krass. Also, da sind wir, glaube ich, wirklich. Das ist jetzt noch ein Zimmer oder so, ne? Ja. Ja, dann marschieren wir nochmal schnell über den Hof. Aber dann gucken wir uns das jetzt nochmal genau an. Toll. Ja, also hier ist ja nochmal ein Fensterchen. Ja, und hier stehen wir sozusagen schon auf der Terrasse. Wie wird man sich das im Sommer haben? Schön gemütlich gemacht haben. Auch wieder so ein Trimm-Dich-Gerät ist hier auch noch unterwegs. Ja. Und dann sind wir. Alter Falter, was war das denn? Was war das denn jetzt? Oh, ist hier was locker. Eieieiei. Gut. Da sind wir ja auch schon auf dem Hof. Gut, gehen wir noch mal rein ins Haus. Was war das denn jetzt, Alter? Krass, komisch. Was hat denn hier? Er beschmeißt mich hier. Ich kriege hier schon einen halben Herzinfarkt. Er beschmeißt mich hier mit Flaschen. Wasserflasche, Entschuldigung. Schwein. Na gut, okay, alles klar. Kann ich angehen hier. So, und hier schon in Rosa. Das ist aber auch nett gehalten hier, du mit der Bemalung. Ja, eigentlich schon. Mit den Lichtern, das war bestimmt hier irgendwann fern. Jo, da war mal ein dicker Fernseher gegangen. Das war aber bestimmt was. Ja. Das war immer so viel besser eigentlich die Kurze, ne? Und hier oben wird auch irgendwie auch Beleuchtung gewesen sein, oder was meinst du? Ja, das meinst du. Ja. Das war hier mal ein Puff. Aber ein kleiner dann, ein sehr kleiner. Naja, vom jetzigen Besitzer, ich nenne den Namen jetzt nicht, vielleicht Privatarrangement. Ja, so sieht das denn hier aus, wenn Vandalen unterwegs waren. Mal schön alles zerschlagen, Freunde. Ja, und hier nochmal der schöne Überblick über die, ich bin vorhin wieder nicht drauf gekommen, ich sagte Carport und suchte die ganze Zeit nach dem Begriff. Garage. Ganz genau. Ja, Wortfindungsstörung, Alzheimer des Grüßens, geht los, ne? Gut, ja, also Freunde, das war schneller mal durchgerockt, als wir jetzt dachten. Ja. Ja, ne? Aber es hat sich immer jemand schön gemacht, das sehe ich auch so. Nun, hier ist also auch nicht mehr viel zu wollen. Gut, Leute, dann wollen wir euch hier nicht länger nerven mit leeren Räumen.
Ja, hier nochmal ein kleines Glühchen. Aber wenigstens nett gemacht, aber ein schmaler Durchgang, da passt ja kaum durch. Ja. Das ist aber nichts für Zahlenlotusblüten wie Horst. Gut, dann ist es das hier, ne? Gut, alles klar, Leute, dann marschieren wir wieder nach unten. Gott, aber das ist aber eine steile Treppe hier für eine Leute da. Kopf einziehen auch noch. Ja. Ja, so Leute, jetzt sind wir hier nochmal weiter gedüst. Und wir haben hier den Eindruck, das geht hier nochmal rum. Hier ist noch ein Haus. Und wenn wir uns jetzt hier gleich mal, ich zeige euch das gleich mal, hier die alte Straße angucken, das ist eindeutig einfach nur Beton. Also das Ding muss älter sein als 1960. Das muss schon. Also wenn das mal nicht doch. Also ich hatte eben gerade spekuliert, Lars, dass das vielleicht eine Unterbringung gewesen ist, so ein bisschen von der Wehrmacht, aber wenn für die Leute die Flakstellung dann halt eben. Wäre möglich. Also wenn man sich den Dachboden anguckt, wo wir gestern drauf waren, das könnte schon angehen. Mit den Munitionskisten, ne? Genau. Ja, geile richtig. Sache. Gut, okay, also wir schauen uns das jetzt hier nochmal an, Freunde. Kommt doch einfach nochmal mit. So Leute, jetzt schaut euch doch mal hier diese alte Betonstraße an. Das ist doch nicht von ungefähr. Da kann mir doch keiner erzählen, dass das erst 1960 gemacht ist. Und jetzt kommt nämlich der nächste Klopfer. Also wenn wir es jetzt hier mal links halten, das sieht mir doch nach richtig alten Beton aus. Also sowas hat man 1960 nicht mehr gebaut. So, dann hat man hier dementsprechend noch so eine Halle. Oder ja, also unheimlich viel mit Holzkrams hier auch. Unheimlich viel alten Holzkrams. Wir marschieren einfach mal los. Mal gucken, was hier noch so kommt. Ja. Aber auch so die alten Holztüren und so, das ist doch nicht, das ist doch alles viel älter, die Asbestplatten da oben drauf. Ja, so. Und jetzt haben wir es nämlich. Wenn wir uns hier die alten Fundamente angucken. So, und wenn wir hier mal mit drüber marschieren. So, wir gehen hier mal durchs Dickicht. So, versuche hier mal rüber zu marschieren. Oh. So Leute, schaut euch mal die alten Betonmauern an hier. Und hier auch noch mit solchen Metallstreben irgendwie dann. Das ist doch hier mal. Das muss doch hier mal bunkermäßig gewesen sein. Na, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Ne? Also, wir melden uns gleich nochmal. Ja, so Leute, weiter geht's. Also wie gesagt, alte Betonplatten hier überall. Und auch hier an der Seite, das ist doch alles so etwas merkwürdig. So, jetzt schaut euch doch mal die alten Türen hier an. Also, das ist doch auf jeden Fall alles andere als 60er oder so. Lars, was hast du denn? Hier ist noch eine kleine Wohnung, aber da kommst du nicht rein. Aber guck dir das mal an, Alter. Das sieht nicht aus wie aus den 60ern. Ja, ich habe jetzt mal Weitwinkel gemacht. Da fällt mir natürlich jetzt erst ein, dass es viel besser aussieht. Stimmt. Hier ist sogar noch eine kleine alte Wohnung. Da kommen wir nicht rein, ist zu. Aber schon gediegen, ne? So Leute, Überraschung Nummer 3. Wir haben den Eingang gefunden zu dem nächsten Eckhaus. Wunderbare Sache. Schauen wir doch mal, was hier läuft. So, also hier ist die kleine Pforte auf. Und hier kann man sehen, hier ist nochmal das nächste Häuschen. Ist ja unfassbar. Also wie viele Leute haben denn hier gewohnt? Also das ist ja wirklich schicki. Wenn man sich das mal anguckt, dann hat man sich hier sogar noch das Ganze gemütlich gemacht. Ja, dann mit dem Holzpalett ist ja heute modern. Und dann mit das alte Holz. Das sieht aber nicht mehr so stabil aus. Dann haben wir hier noch einen Buddha. Und einen schönen Grill. Da ist auch noch ein geiler Grill, Alter. Guck mal. Guck mal, Freunde, guck mal. Von Berbkrock oder so. Und noch einer. So. Holen wir da rein? Ja, kannst du einmal komplett durchgehen bis in den nächsten Garten. Ist leer. Nee. Nicht mehr. Und einen Keller gibt's auch noch. Aber hier ist auch noch ein Haus für den Eingang. Ja,
aber geh doch erstmal hier durch. Okay. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich habe auch wieder alles zurückgelassen. Boah, alles zurückgelassen. Werkstatt. Leute, hier haben wir Werkstatt. Mit Drehbank und noch Gedöns und hin und her. Hier auch wieder so viel Krams. Aber nur Krams und Krams. So, ab in den nächsten Garten. Toll. So Leute, hier haben wir auch noch einen schönen Gastank. Also wir haben momentan hier in Deutschland ein bisschen Probleme mit Gas. Also wenn das Ding doch voll ist, dann komme ich doch mal mit dem Auto vorbei. Ne? Sag mal, hast du nicht eine Höhle, die fährt mit Gas? Ja, mal Volltank das Ding, ne? Ich fahre mit Gas, ja. Aber das ist, glaube ich, Propangas. Da kann ich... Achso, das haut nicht hin, ne? Nee, das tut nicht. Ja. Ja, aber dann haben wir sich das hier doch im Sommer gemütlich gemacht. Das geht noch weiter. Also, das heißt, es geht noch weiter. Noch eine Terrasse. Noch eine Terrasse. Gut, wir frühstücken jetzt aber erstmal gleich den Innenbereich ab. Und ja, was für ein Fund, Leute. Was für ein Fund. Dann bis gleich. So Leute, weiter geht's. Jetzt gehen wir mal rein ins Haus. Aber wie gesagt, auch alles alt hier, ne? Also das ist definitiv erst doch aus den 40ern vielleicht alles. Also man weiß es nicht. So, wie gesagt, hier ist auch die Haustür auf. Welcome, kommen Sie mal rein. Man sieht sie alleine schon an diesen alten Schaltern hier. Ne? Wer weiß, wie alt die sind. So, oha. Hier hat man sich das aber auch mal schön gemacht. Mhm. Und hier unten, Grüße an die ganzen Leute, ist denn schon wieder Weihnachten? Alter, guck dir das an. Nee. Leute, hier ist noch alles eingerichtet. Hier ist ja noch alles da. Ah, geil, hier ist sogar noch Bier. Ach, guck mal, ist das noch haltbar? Hol mal eins raus. Bier, Wein. Wir sind denn hier einfach raus? Bis 6,21. Ja, siehst du, guck mal. Dann sind die hier ein Jahr raus. Das ist ja heute anderthalb Jahre. Uhr stehen geblieben und 20 Uhr. Alter, ich mich für ja, gut, okay. Also. So, hier dein Part, kannst du den Kühlschrank aufmachen. Ey, hier, guck mal, Leute, ist das nicht ein Mörder-Kühlschrank? Sogar mit Eiswürfeln. Yeah. Ey, das ist richtig hier. Ja, Kuttenlauf, Freunde. Wir machen den Kühlschrank auf. Hurra! Eklig geht's. Ich hab's gewusst. Hier ist noch was drin. Ne? Ah, das stinkt schön. Leute, nee, komm. Ja. Den könnt ihr dann auch behalten, auch wenn das ein schönes Ding von Samsung ist. Ah, cooler meiner. Gut, okay. Ja, schöner Herr von Sanussi. Also alles nicht billig hier. Schönes Badezimmer. Auch noch ein schönes Badezimmer. Ja. Wie ich immer so auf Polnisch sage, wie ein Badezimmer. Ja, hier ist aber kein Badezimmer. Nee, aber guck mal hier. Hat man hier einen Friseur gehabt, Alter? Ja? Hat man hier einen Friseur gehabt? Nicht. Na hier, bei der Firma Renken, kenne ich noch aus der Friseurbranche. Und hier ist noch so eine komische Leuchtmaske hier für Gesicht. Und hier noch ein schönes Bild. Warte. Was denn du? Ja, alles gut. Oh. Alles gut. Aber wir sollten auch mal ein bisschen Gas geben. Ja, wir geben jetzt Gas. So, wie gesagt, weil das hier alles doch so ein bisschen heiß ist. Irgendwie ist das hier nicht so ganz koscher. Ja, oha, hier braucht man Lampe. Guck mal, Alter, das ist aber, sieht schon geil aus. Ja. Das ist ja auf jeden Fall ein schönes Bad gewesen. Junge. Ja, auch schön gefliest alles. Sehr schön. Schon wieder. So, was haben wir noch hier? Was geht denn jetzt hier? Ach, das, was, wo sie verschlossen haben von hinten, von der anderen Seite. Ja, jetzt kommen wir hier auch rein. Ja. So, machen wir aber wieder zu. So, ja, also, toll. War auch ein schönes Badezimmer hier. Ja, sag mal, wieso sind denn hier was? Was hat denn hier der jetzige Besitzer für Kohle geboten, dass der hier mal ganz kurz das Ding kauft? Und hier geht's noch eine Etage nach oben. Alter, leck mich am Arsch. Das ist ja alles, nee. Sag mal, hallo? Hier ist ja noch alles da. Richtig schönes Bett.
Und ein schöner Leuchter hier, Leute. Guckt euch das mal an. Oha, der Schrank hängt aber auf 8:30. Der hängt auf 8:30. Hier siehst du, guck mal, auch wieder so ein Hinweis darauf, dass das hier uralt ist. Wo hat man noch so eine kleine Abstellkammer mit so einer alten Tür? So. Und hier ist, was ist das hier? Wohnzimmer? Was? Wohnzimmer? Ja, Wohnzimmer. Die haben hier noch alles da. Ey, cooler Ofen hier noch. Und hier ist noch ein alter Monitor. Und guckt euch die schöne hier, was ist denn, wie nennt sich das hier noch? So ein Tischchen hier? Truhe. Truhe? Naja, gut, okay, Truhe. Aber gut, alles klar. Ey, Wahnsinn. Das hat man trotzdem alles hier einfach so stehen gelassen. So. Das ist mal eine 1 plus. Das ist eine 10 von 10. Oder so. Ne? Alter, was für ein Bett, ey. Wahnsinn, ne? So. Ja. Das ist schon echt toll. Hier die Eingangstür, auch wieder mit den einen Backsteinen hier, mit den einen Glasbausteinen. Na gut. Ja, hallo Leute. So. Warum hier jetzt ein harter Cut? Ja, Lars und ich, wir haben lange hin und her überlegt, wie wir das jetzt in das Video mit einbauen. Und zwar das Thema privater Swingerclub in diesem Video. Also, es verhielt sich so, nachdem wir dann auch den oberen Bereich dieser Wohnung oder dieses Haus noch eruiert hatten, fanden wir halt in einer Schublade diverses Fotomaterial. Also einfach wirklich liegen gelassene Fotos ohne Ende. Also echt kompromittierendes Material mit eindeutigen Stellungen, mit eindeutigen Posen und hin und her. Und wie gesagt, wir vermuten, dass auf jeden Fall auch das Nebengebäude da mit involviert war. Und zwar hat es denn da auch gegeben recht heiße Partys, so möchten wir mal nennen. Wir fanden auch noch eine Kamera, allerdings so gesehen leider ohne Videokassette und ohne Netzteil. Und die Kamera, die lag dann auch so halt eben in ihrer Verpackung so rum. Nun denn, und jetzt haben wir uns gedacht, ja, wie machen wir das jetzt? Bauen wir da jetzt einfach ein paar Fotos ein, verpixeln die oder wie auch immer. Dann haben wir uns gedacht, naja, es ist ja auch alles sehr privat. Es hatte ja nun mal eine Privatfamilie da drinnen gewohnt oder ein Privatpärchen, wie auch immer. Und alleine schon aus datenschutzrechtlichen Gründen und auch aus Gründen der Privatsphäre haben wir halt gesagt, nein. Wir bauen da jetzt nichts großartig mit ein, sondern wir erzählen es, wie es ist. Und Freunde, kein Fake, keine Wichtigtuerei. Es ist so, wie wir sagen. Und hat sich auch dementsprechend so einiges da zugetragen. Wahrscheinlich hat man sich über eine gewisse App verabredet, untereinander unterhalten, sich bekannt gemacht und dann ging das da halt los. Ich meine, es war ja auch wirklich sehr edel eingerichtet. Auch wie gesagt, auf diesem großen Metallbett hat eine ganze Menge logischerweise stattgefunden im Badezimmer und auch im Gartenbereich konnte man halt eben sehen, dass da halt eben, man hat sich da gut gehen lassen. Deswegen auch mehrere Grills, was sich natürlich im Nachhinein erschließt. Ja, um das jetzt mal kurz abzuschließen, wir hatten ja noch vermutet, dass dieses Gebäude und dieser gesamte Komplex schon viel, viel länger dort steht und vielleicht eventuell auch für die benachbarten Flakstellungen, die im Zweiten Weltkrieg ja zuhauf hier in unserer Gegend auch platziert wurden, dort vielleicht eine gewisse Unterkunft gewesen ist oder halt eben dementsprechend, dass die Soldaten dafür untergebracht waren. Dafür haben wir aber leider keine Beweise gefunden. Und von daher bleibt sie erstmal dabei. Also wie gesagt, Swingerclub definitiv vorhanden gewesen. Und ich sag nochmal, wegen privater Gründe und hin und her. Und nicht, dass wir dann noch jemand auf die Füße treten oder sich jemand wiedererkannt fühlt. Haben wir gesagt, nein, Leute, das müssen wir leider bleiben lassen. Also jetzt noch viel Spaß bei dem Rest des Videos. Und wie gesagt, achtet mal auf die ganzen Gegebenheiten dort, die dort gewesen sind, spult sonst noch mal ein bisschen zurück. Und dann kann man sich da so einiges vorstellen. Faszinierend ist, wie gesagt, dass da so viel
so viel zurückgelassen wurde, dass keiner so genau weiß, warum und weshalb. Gut, an der Stelle schließe ich das Video mal und schaut weiter zu. Ciao, ciao. So Leute, weiter geht's. Jetzt geht's hier mal nach oben. Kleine Treppe, klein aber fein, ins Dachgeschoss. Nee, hallo. Leute, hier ist, was steht hier denn noch alles rum? Ich glaub's ja nicht. Boah, Kalender von 2007. Hier auch noch zwei kleine Zimmer, da kommen wir gleich zu. Boah, schöne Lampe mit Buddha. Hier noch ein Receiver. Alles stehen gelassen. Das ist ja unglaublich. Leute, das ist ja unglaublich. Oh, hier haben wir noch ein paar Handys. Huawei Smart, Huawei Smart. ZTE Blade, gleich zweimal, dreimal. Unglaublich. Dann haben wir hier noch, was ist das denn für ein Gerät? Noch so eine Soundmaschine von Sharp. Ah, auch nicht verkehrt. Aha. Peace, Summer and Love. I love you. Und das ist dann hier noch eine mobile, was ist das denn hier? Nur eine kleine mobile, was ist das hier? Sonnenbank? Super, super Sonnenbank. Unglaublich. Hier noch ein Trimmdichtrad. Telefon. Ja. Autoarchiv. Was ist das denn noch altes hier? Nee. Das ist ja noch ein altes Nintendo-Teil. Das ist ja unglaublich. Donkey Kong Junior. Na super. Das hat ja was. So Leute, und jetzt kommt's. Jetzt kommt es. Zwei mega große Flachbildschirme. Einmal von Sharp und einmal von Panasonic. Wer ist denn sowas hier? Die sind doch bestimmt noch nicht kaputt. Oh, Leute, hier noch ein Kinderzimmer. Oder überhaupt ein Zimmer. Noch ein Sasium-Receiver drin. Oh, hier hat jemand noch unheimlich viel Geld vergessen. Aber richtig Münzen. Das ist doch hier gesammeltes Geld. Das ist doch ausländisches Geld, Leute. Das ist ja nicht zu fassen. Ich bin von den Socken. Ich bin von den Socken. Was hier noch alles drin liegt, ist ja unfassbar. Unglaublich, Leute. Also Leute, wir sind echt erstaunt. Das ist echt nicht zu fassen. Also so einen Fund haben wir auch noch nicht. Dass hier also so viel noch vorhanden ist, an privaten Krams, Fernseher, Monitore, unglaublich. Also ich bin voll erschossen. Hier, guckt euch doch mal den Leuchter an. Ist ja nicht krass? Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, was soll ich sagen? Wir sind erschlagen, absolut. Was lässt man hier alles Zeug und warum? So Leute, hier geht es auch noch mal in so einen Raum. Ja, da hat man auch noch wieder was stehen lassen. Der Derricke Weltanlass, oder Derricke, das kenne ich Kinder aus meiner Schulzeit. So, hier auch noch einen Koffer da gelassen. Und hier auch noch einen Koffer. Ja, und was ist hier mit dem Koffer? Aha. Ja, auch wie ein Bild. Ja, Wahnsinn. Ja, Leute. So sieht das hier aus. So sieht das hier aus. Gut. Ich würde sagen, dann haben wir die Räumlichkeit auch. Und nebenan kommt noch ein Haus. Ich glaub's ja nicht. Gut, Leute. Wir melden uns gleich wieder. Boah, so Leute. Bisschen warm ist auf, wir schwitzen ein wenig. Jetzt sind wir hier durch mit der Location. Das ist ja der absolute Hammer. Das ist wirklich top gewesen. Absolut. Die letzten zwei Tage, also mit heute. Ja, also wie gesagt, also da werden wir zwei Teile von schneiden müssen. Das war einfach sonst zu viel.
Aber das ist ja schon mal echt ein Fund gewesen, wie wir ihn noch nie gefunden haben. Also mit so viel. Riesengrundstück, 3 oder 4 Wohnungen. Nee, das waren ja mehr. Das waren ja 3 im einen Haus. Hier 2, 5, 6. Keine Ahnung, 6 bestimmt. Auf jeden Fall. Vor allem noch so viel privater Krams. Also alles, ich weiß alles nicht. Alles noch drin hier, alles. Ja, also was man sowas, dass man sowas hinterlässt. Also entweder hat der jetzige Besitzer so viel Kohle bezahlt, dass sie gesagt haben, scheiß drauf, wie das alles hier. Oder die sind auch teilweise kaputt, die Sachen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Freunde, ja, wir hoffen, ihr habt eine Menge Spaß in den beiden Teilen gehabt. Und ja, wir verabschieden uns jetzt hier mal von der Location. Uns ist das hier ein bisschen heiß und nicht jetzt von den Temperaturen her, sondern von der Location selbst. Und verpieseln uns jetzt hier wieder. Ja, bleibt gesund, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns im nächsten Video. Viel Spaß, Leute. Alles klar. Ciao, ciao.